Fernweh, die Reisereportage. Heute Südvietnam, ein Kurort der Franzosen, schwimmende Dörfer und das Erbe eines Krieges. Gemächlich, als hätten sie alle Zeit der Welt, rudern die Fischer im Hafen von Nha Trang zu ihren Fischkuttern. Nur noch selten benutzen sie die traditionellen, mit Pech abgedichteten, handgeflochtenen Bambuskörbe. Viele sind schon auf modernere, kleine Beiboote umgestiegen, die sie mit einer recht ungewöhnlichen Rudertechnik bewegen. Auch hier, im alten Fischerhafen mit seinen bunt bemalten Booten, machen sich erste Zeichen des Fortschritts bemerkbar. Fahrräder werden abgelöst von Mopeds, Pferdekarren von kleinen Lastautos. Die Menschen in Vietnam sind auf dem Weg in eine bessere Zeit. Umrahmt von China, Laos und Kambodscha zieht sich Vietnam wie ein langgezogenes S über die Halbinsel Indochinas. Die Reise nach Südvietnam führt von Nha Trang über die Berge von Da Lat bis nach Saigon und ins Mekong-Delta. Gnädig blickt der weiße Buddha auf die betenden Gläubigen. Die Statue erinnert an den Flammentod der Mönche, die sich aus Protest gegen die Diem-Diktatur 1963 selbst verbrannten. Der weiße Buddha ist das Wahrzeichen der Stadt Nha Trang, die sich wie ein bunter Teppich zu seinen Füßen ausbreitet.